Ja, Fabian Moosmann, 2:0 gewonnen, auch im Spitzenspiel gegen den VfB Wissen gewonnen. Ich denke, da kann man schon stolz sein, dass ihr eure Serie jetzt verlängert habt. Und ich denke, war ein verdienter Sieg, auch wenn es ja am Anfang eine sehr umstrittene Szene gab. Wie hast du die gesehen, als der Peter Hirsch den Ball da geblockt hat? Ich gehe davon aus, du meinst ein vermeintliches Handspiel. Es waren so viele Leute von hier unten diagonal im Weg gewesen. Ich kann es gar nicht sagen. Ich habe die Szene auch gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, bis der Trainerkollege dann im Laufe der zweiten Halbzeit mal wieder zu uns rüberkam und damit ankam. Von daher, keine Ahnung, es kann sein, dass wir in der Situation ein bisschen Glück hatten, was die Leistung von uns aber nicht schmälern soll oder nicht schmälern darf. Vor allem die erste Halbzeit ist das, was wir uns vorgenommen haben, auf dem tiefen Platz, trotz Wetter, fußballerische Akzente zu setzen, trotzdem aufgegangen. Hinten raus wurde es immer mehr und mehr ein Kampfspiel. Wissen kam gut aus der Halbzeit. Ich glaube, wir haben einfach heute im richtigen Moment das 2-0 gemacht. Mussten ein, zwei brenzlige Situationen überstehen, das war uns aber klar. Haben hinten raus haben wir es dann aber versäumt, irgendwie in zahlreichen Kontern einen kühlen Kopf zu bewahren und irgendwo einen Sack zuzumachen. So ist es ein knappes Spiel gewesen, ein offenes Spiel gewesen, aber trotzdem, was hast du auch schon gesagt, ich denke, verdient für uns, auch wenn wir in der einen oder anderen Situation vielleicht ein bisschen Glück hatten. Auf der anderen Seite haben wir auch wieder ein bisschen was liegen lassen. Von daher, ich bin absolut stolz auf das, was wir aktuell machen. Nils Hemm ist zunächst auf der Bank. Was war da der Grund? Ja, wir haben einen guten Kader, wir haben einen breiten Kader. Ich habe jetzt mit Tobi Lenz und Robin Mertin jetzt vorne auch keine Blinden drin gehabt. Und auch da haben wir einen klaren Plan gehabt, dass zumindest solange der Platz vielleicht am Anfang noch nicht komplett zum Acker geworden ist, dass wir versuchen, das, was wir fußballerisch haben, reinwerfen, dass wir aber auch mit Nils und mit Yannick Stein nochmal die Wucht haben, hinten raus, wenn sich ein bisschen mehr Räume ergeben, wenn vielleicht auch ein bisschen eher mal der lange Ball gespielt wird, wenn es ein bisschen physischer wird. Das war so der Gedanke dahinter. Ich denke, das ist heute ganz gut aufgegangen. Trotzdem, wie gesagt, das ist für uns immer das Schwierigste, überhaupt die ersten Elf zu finden aktuell, weil wir haben so eine gute Breite im Kader und dann sind noch ein, zwei Jungs, die noch nicht fit sind im Moment, die auch nochmal dazustoßen oder die heute gefehlt haben. Von daher ist es halt so, Elf können spielen, aber jeder bekommt seine Berechtigung und auch Nils ist vielleicht im Formspiel mal ein bisschen sauer, aber ich denke, spätestens morgen ist das alles wieder in Ordnung und er weiß auch, dass es ja nichts mit der Leistung zu tun hat, sondern dass wir einfach in gewissen Situationen einen klaren Plan verfolgen, auch mal den einen oder anderen draußen lassen, auch mal einen Überraschungsmoment schaffen wollen und solange es gut geht, denke ich, passt auch alles. Und ich denke mal nochmal ein deutliches Statement, wir haben es ja zuletzt vor 10 Tagen gegen Erang unterhalten, aber nochmal ein deutliches Statement, dass er auf die Dauer oben bleibt, ne? Mit so einer Leistung. Da führt kein Weg an euch vorbei in der Titelfrage, oder? Ja, wir stapeln ja selbst gerne tief. Wir wissen, dass wir eine richtig gute Mannschaft haben. Wir haben ja letztes Jahr den zweiten Platz belegt. Wir waren davor, da ist ja in der Abbruchssaison auch Zweiter. Von daher wissen wir schon, dass wir unsere Qualitäten haben und uns eher nach oben als nach unten orientieren. Man sieht aber auch im Gegner, wir wissen heute viel Qualität. Kosmos Koblenz, da bin ich auch mal sehr gespannt. Dann wird es noch ein, zwei Mannschaften geben. Bitburg wirkt relativ konstant. Auch die Ärger, da schreibe ich noch gar nicht ab. Von daher machen wir unsere Hausaufgaben, wollen uns da oben festbeißen, festsetzen. Und jedes Spiel, das wir erfolgreich bestreiten, stärkt uns ein bisschen mehr an unserem Weg. Und dann, wo wir am Ende stehen, das ist noch ein bisschen früh, aber eine Tendenz ist da und unter den ersten 4 und 5 wollen wir natürlich schon über die Runde gehen nachher. Und ihr habt noch ein zweites Eisen im Feuer. Am Mittwoch geht es zu einer vermeintlich leichten Aufgabe nach Tavern. Wie siehst du der Aufgabe entgegen? Ja, es ist die vermeintlich schwerste Aufgabe, die wir aktuell haben, weil eben genau das aus dem Kopf raus muss. Es reisen wir als Tabellenführer der Rheinland-Liga da an und wir haben in der Vorbereitung da 2-0 verloren. Wir sind vor ein paar Jahren da schon mal im Rheinland-Pokal rausgeflogen. Also wenn wir da denken, wir müssen irgendwas auf die leichte Schulter nehmen, das wissen wir, das verbietet sich von ganz alleine. Tavern hat eine sehr gute A-Liga-Mannschaft, die gerade vorne drin viel Qualität mitbringen. Das haben wir in der Vorbereitung zu spüren bekommen. Also wir nehmen da nichts auf die leichte Schulter. Im Gegenteil, trotzdem müssen wir gucken, wer noch heute auch die Körner hat, Mittwoch, Samstag wieder zu gehen. Und aber wir werden jetzt nicht anfangen, irgendwie auf 8 Positionen irgendwas zu tauschen. Wir nehmen das 100% ernst und wollen auch da in die nächste Runde einziehen. Wir wissen, wie schön Engers war letztes Jahr. Und mit ein bisschen Losglück und dann ist vielleicht was Ähnliches nochmal drin.